Sowas braucht's doch. Stell dir erst mal vor, ich träume von Bildschlagzeile 1, der Abschaum der Gesellschaft, die Haftentlassenen, die Drogensüchtigen, die Gewaltverbrecher, bla bla bla, haben gerade 500.000 Euro gesammelt für irgendwelche kleinen Pimmelorganisationen, okay, die keine Lobby so haben. Aber dann mach's so. So genau. Muss sein. Ja. So Leute, Zigarettenpause mit Steiger. Erzähl mir aus Syrien. Okay, als die YPG. Dann mehrere, und die YPG mehrere Städte dann befreit haben, haben sie Leute gefragt, was das Schlimmste war. Und da gab es ja öffentliche Enthauptungen und alles war schlimm. Und dann meinten die Leute, das Schlimmste war, dass wir nicht rauchen durften. Und deshalb qualmen die da alle und rauchen ist revolutionär. Insofern, rauch ruhig. Rauchen für die Revolution, auf jeden Fall. Ja, das ist heftig, ne? Ich hoffe, dass ich bald, bevor ich nach Syrien bin, haben mir alle durch die Bank gesagt, so, zu Recht, mach das nicht, nein, auf keinen Fall, bla 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 und so weiter. Hat dich das verändert, die Reise? Ja, massiv. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, stell mir irgendeine Frage zu meinem Leben, warum hast du dies oder das gemacht? Die Antwort ist immer 2014, Syrien. Also, ohne Syrien wäre ich nicht hier. Ohne Syrien gäbe es das vor allem nicht, diese Idee. Diese Idee? Also das hat mich in eine ganz, 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 ganz tiefe Krise gestürzt, aber jede Medaille hat ja zwei Seiten. Und warum hat das eine, also was für eine Krise war das? Herzlich willkommen bei mir in der Show. Ja, ich habe mir sowas ausgedacht, weil ich kam wieder und dachte mir, was mache ich jetzt? Ich wusste wirklich gar nicht, wohin. Ich wusste, ich will Süchtig nach Dschihad fertig machen, diesen Film, weil das war die Zielsetzung, habe ich gemacht. Mhm. Und dann war so, ey, mache ich jetzt weiter Filme? Gehe ich in die Politik? Werde ich Aktivist? Wohin mit mir? Mhm. Und dann dachte ich mir aber, okay, ey, so wenn man es schlau angeht und medienwirksam und mit ein bisschen Vorlauf, könnte man wahrscheinlich auf lange Sicht in der Evolution, nicht in der Revolution, mehr erreichen, als wenn ich mich jetzt in eine Suppenküche stelle und auch Suppe an Flüchtlinge ausschenke, so, um in dem platten Bild zu bleiben. Kann man auch mal machen. Kann man auch mal machen, find auf jeden Fall. Finde ich wichtig. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ey, die ganzen Leute, man nur nicht mit politischem Aktivismus verwechseln. Das machen, glaube ich, sehr viele unweigerlich sofort. Ja. Ich war dann im Dschungel von Calais zum Beispiel, wo dann viele Freiwillige dann im Dschungel leben und auch räudig schlafen wollen und so. Und ich denke mir, Leute, das bringt denen nichts. Ja. So, die wollen werden wie wir. Die wollen in eine feste Wohnung gehen, eine Heizung anstellen und so weiter. Denen hilfst du nicht, wenn du auch scheiße aussiehst. Die würden gerne eine Pizzeria morgen eröffnen. Und ihr wollt raus aus dem System. Ja, genau. Das fand ich auch immer interessant, dass gerade bei dieser Refugee-Bewegung, dass da so Welten aufeinander prallen. Die einen wollen rein, die anderen wollen so raus. Aber ich glaube, das liegt daran, dass gerade so junge Leute so in so einer Sinn- und Identitätsfrage sind. Und wenn du da hilfst, tust du auf jeden Fall das Richtige. Was wollte ich jetzt sagen? Nee, genau, dass die Leute, die aber dann genau so Einzelfallhilfe machen und so, dadurch ja auch sehr emotionalisiert werden, weil ich kenne jetzt Fatma oder ich kenne jetzt Ali oder Mohammed oder wen auch immer und das ist mein Syrien-Bezug. Mhm. Und der ist so nett und der ist so lieb und der ist kein Sexist und der ist auch nicht gewalttätig und so weiter. Und viele übertragen das ja dann sofort auf alle. Und gehen in eine Diskussion rein. Andere übertragen das andere auf alle. Genau. Es gibt quasi so zwei Gruppen. Die einen sagen, ey, Flüchtlinge sind super geil, weil ich kenne auch einen und der ist geil. Deswegen auf jeden Fall alle rein und komm, mach. Und die anderen sagen, nee, der hat gestern meiner Freundin auf den Arsch geguckt, ich finde Syrer scheiße. Weißt du? Das finde ich so schwer, dass diese... Das zweite ist meistens gelesen, so im... Oder gelesen, in sozialen Medien. Ja, und dadurch hast du aber durch diese mega Emotionalisierung, entweder auf Social Media oder in diesen ganzen Debatten, hast du halt immer Leute, die auf keinen Fall auf einen Nenner kommen können in der Diskussion. Weil ein Politiker wird nicht menschlich, empathisch, emotional argumentieren, wie es der Flüchtlingshelfer tut, sondern der ist in seiner ganz anderen rationalen Politsprech-Bubble und lässt sich darauf nicht ein. Aber das verstehe ich nicht, warum Politiker das nicht tun. Also, verstehst du? Also, ich meine, so Abschiebungen. Angreifbar machen. Abschiebungen zerstören ja wirklich Leben. Also, das ist ja wirklich so eine ständige Belastung. Also, wenn du das mitkriegst, dann bist du natürlich auch
persönlich empört darüber. Und das ist ja auch richtig so. Also aus einer Empörung heraus ein politisches Handeln abzuleiten, finde ich jetzt nicht verkehrt. Also wenn du, ich glaube halt, dass im Politbetrieb diese persönliche Empathie halt abhanden kommt. Also dann stellen sich halt irgendwelche Kreistagsabgeordneten hin und sagen, ja, nö, aber so ist die Gesetzeslage und wir müssen diese Familie jetzt trennen. So ist halt so. Oder dann wird halt morgens halt so um vier halt eine Familie ist abgeschoben. Halt so. Ja, aber dann sind wir ja wieder so, ja, ist halt so. Das verstehst du aber geltendes Recht. Er darf nicht bei dir im Wohnzimmer auf der Couch leben. Das liegt halt eben am Nationalstaat. Und deshalb sind Nationalstaaten einfach scheiße. So, ganz einfach. Boah, ich habe mir gestern noch angeguckt von dir hier mit Jens Spahn. Ja, schrecklich. Da hatte ich genau das gleiche Ding. Ihr habt ja kein bisschen miteinander geredet. Nee, es war ja aber, Politiker reden ja nicht mit dir. Also das habe ich danach auch so analysiert, weil mir ging es echt sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob du den Artikel dazu gelesen hast. Ich habe ihn dann auf Weiß veröffentlicht. Ich habe mit einem Politiker geredet und bin heillos untergegangen. Das Ding war, ich dachte halt so, ja, man tauscht Argumente aus. Also ich bin halt mit einer vollkommen anderen Herangehensweise, so wie Gespräch, halt so wie wir jetzt auch miteinander sprechen. Aber das ist halt ein Rap-Battle im Endeffekt. Ja, der hat seine Punchlines und du musst deine Punchlines parat haben und dann knallt man sich die gegenseitig um die Ohren. Ich hab dann eine Sache gehabt, da habe ich mir das so rausgesucht und habe gesagt, okay, das Bundeswirtschaftsministerium hat zusammen mit dem Entwicklungshilfe und dann so Fonds aufgelegt, die es aber gar nicht in Deutschland geben kann, sondern in Luxemburg, weil die so kompliziert sind. Und seine Antwort, geilste: Davon weiß ich nichts. Ja, das können sie halt immer sagen. Das ist echt die Scheiße. Das so zusammen. Und, ja. Und am Ende dachte ich halt, ja, okay. So, jetzt erklär mal deine Tafel da. Leute, jetzt wird's ernst. Und zwar, jetzt pitche ich Markus Steiger, Rapper auf dem Platz. Also, ich plane die Revolution der Künste. Die Künstler in Deutschland sagen sich, Mensch, ich habe so viel Reichweite und ich habe die Freiheit, trotz eines kapitalistischen Systems hier selbstermächtigt auf Missstände hinzuweisen, wie ich Kacke finde. Der Schlüssel ist professionalisierter Idealismus. Es geht nur mit Idealisten. Rapper auf dem Platz ist die Veranstaltung. Das hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Fußball und Hip-Hop verbinden und was Gutes tun und alles, was es aus Musik und Popkultur so gibt, wer Bock hat, da mitzumachen. Also eigentlich eine Jam Extended. Genau, Jam Extended, aber es ist für jeden irgendwas dabei. Das übergeordnete Ziel, natürlich, Hip-Hop, Hyperkapitalismus, wir brauchen Kohle. Wir brauchen so viel Kohle, wie es irgendwie nur geht, die wir nach einem Schlüssel an alle registrierten Organisationen ausschütten. Also jeder kriegt gleich viel. Und wird natürlich übertragen im Livestream, wo die Leute direkt zack spenden können. Gut, so, weißt du? Und? Wie läuft's? Ja, läuft bisher nicht so gut. Aber komisch, hätte ich mir jetzt. Also diese Idee finde ich geil. Wir haben schon ein paar Locations ausgelotet. Schwierig. Wer ist überhaupt dabei? Wie kommt man an die Leute ran? Wer ist so ein Idealist, der sagt, okay, ich habe was, wofür ich mich gerne einsetze. Und ich als unbeschriebener Newcomer in diesem ganzen Hip-Hop-Kontext kann natürlich jetzt alle anschreiben oder werde ich auch noch machen, die ich auch kenne, die andere Sachen machen als Hip-Hop. Aber du? Ich? Die anschreiben? Nein, nicht die anschreiben. Aber du könntest ja sagen, Mensch, das klingt irgendwie ganz geil. Ich könnte mich da ja auch mit engagieren oder ich könnte da ja auch irgendwie mit dazu beitragen, dass diese Utopie und dieser Traum Wirklichkeit wird. Ja, also hier Workshop, Lesung, Stand-up, alles drin, MMA. Also du kommst. Ich wäre dabei, auf jeden Fall. Okay. Klar. Vorne. Nee, sag mal. Ganz aber vorne mit dabei. Sowas brauchst du. Stell dir erst mal vor, ich träume von Bildschlagzeile 1, der Abschaum der Gesellschaft, die Haftentlassenen, die Drogensüchtigen, die Gewaltverbrecher, bla bla bla, haben gerade 500.000 Euro gesammelt für irgendwelche kleinen Pimmelorganisationen, okay, die keine Lobby so haben. Aber dann mach so. So genau. Muss es sein. Ja. Ja, da müssen wir nochmal ran. Markus Steiger haben wir schon mal auf jeden Fall für den Workshop immerhin verpflichtet. Ein kleiner Teilerfolg. Ich sag mal so 1:1 in der 90. Minute. So ungefähr. Ah, geil. Ja. Das war schon mal schön. Aber einen Anschlag haben wir noch mit Instagram. Die Instagram-Fragen. Ach, du Jemine. Schönen guten Tag.
wir kommen zu den Instagram-Fragen an Marco Steiger. Wie findet Steiger das Lied von KIZ, in dem er erwähnt wird? Hammer. Danke. Mich würde interessieren, wie du damals zu Rap gekommen bist. Also zu Rap bin ich 1984 gekommen, ich weiß nicht, ob ich... Ich erinnere mich gut. Dieser Winter damals, ne? Um die brennenden Tonnen, wie wir da... Ja, es kam tatsächlich mit so einer, mit der Bravo Sonderedition Bravo Sensation 1984. Und es gab so mehrere Breakdance-Filme und das war die erste Breakdance-Welle. Und ich erzähle die Geschichte natürlich auch immer wieder gerne. Und wir haben da gebreakt und dann kam meine Cousine ran und meinte, ich komme aus Stuttgart, das ist doch bloß Mode. Ah. Und dann meinte ich, nee, das bleibt für immer. Und ich habe recht gehabt. Behalten. Oho, weißt du, hier auf diesem Komplex, hier sind ja sehr viele Ateliers und Künstler und ja. Musikstudio hier und so weiter. Und einer ist da, der ist großer Steiger-Fan. Der läuft hier auch gerne in meinem Royal Bunker-Shirt rum und so weiter. Ich habe gesagt, Digga, Steiger kommt so. Hast du nicht Bock, irgendwie da mitzumachen? Willst du nicht auch ein paar Fragen stellen oder so? Ah, nee, ich bin kein Journalist. Und wer hat jetzt hier 1000 Nachrichten geschrieben mit, was könnte man Steiger fragen? Also Leute... hast du dich schon mal in einen deiner gesignten Rapper oder Rapperin verliebt? Verliebt? Mhm. Never fuck the company auf jeden Fall. Nee, ich muss sagen, da habe ich eine natürliche Abstoßungsmechanismus. Das finde ich sehr, sehr, also für mich auch wirklich sehr angenehm, dass Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind dann für mich tatsächlich auf der Gefühlsebene auch mehr oder weniger tabu. Also, ach, du meinst jetzt, wäre auch platonisch verliebt? Weiß ich nicht, hier so. Steht einfach verliebt. Ja. Muss er ja nicht, der tut doch. Noch ein paar also, ja, ich klar, noch ein paar natürlich, hinterher. Also richtig. Zwei richtige Acts, mit denen man wirklich gern zusammengearbeitet hat. Klar ist man da auch ein Stück weit verliebt. Ineinander. Wie stehst du zu Veränderungen des deutschen Raps der letzten Jahre in Bezug auf Autotune, Cloud Rap, Trap, Dancehall und so weiter? Kann man das überhaupt noch Rap nennen? Oder ist das eher Schlager? Also Schlager ist es auf jeden Fall, teilweise. Aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, Schlager, Hits sind Schlager und populäre Musik. Und Rap ist halt populäre Musik, also ist Rap auch Popmusik. Und insofern ist es auch nicht schlimm, wenn da die Grenzen jetzt verwischen. Ja, ich finde, natürlich kann man das nach wie vor Rap nennen und ich bin auch überhaupt kein Kulturfanatiker, der jetzt sagt, die jungen Leute, die machen alles kaputt. Die Leute machen es halt einfach anders. Sie machen es heute anders, manchmal kann ich es nicht ganz nachvollziehen oder manchmal turnt es mich selber nicht, aber ich finde es immer noch wahnsinnig interessant, was man aus Beats und Rhymes alles machen kann. Okay, sprecht bitte über das bedingungslose Grundeinkommen und seine Lösungsvorschläge für ein besseres Miteinander. Ja, Grundeinkommen ist halt so ein bisschen Almosenempfänger für Leute, die in dieser Arbeitsgesellschaft überflüssig gemacht werden. Ich denke, wir müssen anfangen, über Arbeit und Reichtum nachzudenken. Was ist Reichtum? Was bedeutet das für uns? Und was ist Arbeit? Ja? Mhm. Also mit was können und sollen wir uns beschäftigen? Und das sind die zwei grundlegenden Fragen, über die in Zukunft extrem viel nachgedacht werden müsste und auch diskutiert werden müsste. Was wir mal scherzhaft gemacht, Royal Bunker war eigentlich ein Sozialprojekt, hat aber keiner mitbekommen. Da dachte ich mir, da steckt wahrscheinlich viel Wahrheit drin in diesem Ding. Ja, es war im Endeffekt war es natürlich auch so ein bisschen organisiert wie so ein Jugendclub. Also man konnte da ja auch wirklich abhängen und irgendwie das Studio war zur Verfügung. Und das war also stand jedem frei, da irgendwie auch zu machen. Und montagmorgens kommt halt irgendwie der Sozialarbeiter und räumt dann auch wirklich den Dreck dann wieder weg. Also es war ja wirklich so, dass ich montagmorgens reingekommen bin und eigentlich keinen Geschäftspartner empfangen konnte, weil es da einfach erstmal aussah wie Sau und ich da 3 Stunden erstmal durchwischen musste. Dann gab es so Listen, in die man sich eintragen sollte und dann meinte ich, hey, du warst als Letzter im Studio. Als ich kam, war das schon so. Dann rufst du den da, der davor drin war, ey, das Studio sah anscheinend schon so aus wie Sau. Als ich ging, war das noch sauber. Mhm. Und so war das dann manchmal. Ich habe ja immer mir dann auch gedacht, so, okay, warum
räume ich jetzt diese Tempotaschentücher weg. Das hätte ich dir jetzt auch als nächstes gefragt. Warum hast du nicht gesagt, Leute, ich mache gar nichts. Warum ich das gemacht habe? Ja, ich mache hier gar nichts mehr, wenn ihr mich so behandelt. Ich war der Chef, ich konnte das. Die anderen konnten das halt nicht so gut. Ich konnte das halt besonders gut. Deswegen war es der Chef. Ja. Jeder so, wie er kann. Jeder so, wie er kann. Wie fandst du das bisher jetzt so? Ich würde jetzt abmoderieren. Aber ich hier! Schön, vielen herzlichen Dank, dass ich hier bin. Fandst du schön? Ja. Oh, Steiger. Ich finde sehr gut. Ja? Wirklich. Ja. Fand ich auch. Fand ich auch gut. Wirklich. Willst du die Endcard machen? Was? Willst du die Endcard machen? Was heißt denn das? Also, ey, Däumchen werden Träumchen. Schreibt in die Kommis, wie ihr es fandet. Und natürlich Fragen für die nächste Sendung. War das richtig? Ja. Hier oben und so. Genau so machen wir es. Ah, geil!